Hallihallo, der Dirk ist es mal wieder mit einer brandneuen Ausgabe vom Baureporter. Ihr seht es neben mir, unsere Wand wird bunt, denn heute startet das Graffiti Festival 1, 2, 3 hoch 2, bei dem erst lokale und dann internationale Graffiti Acts unserer Wand ein bisschen Farbe verleihen. Swag! Die Veranstaltung ist der Nachfolger des erfolgreichen 800 hoch 2 Festivals zum 800-jährigen Jubiläum von Bielefeld, bei dem Flächen in der ganzen Stadt bemalt wurden. Trotzdem haben es Graffiti-Künstler hier immer noch schwer. Bielefeld vergleichsmäßig hat keinerlei Fläche, wo man legal malen kann. Man muss nach Werther oder Gütersloh fahren. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Städten der Größe, dann Bochum um den Dreh hat über 20 Flächen, die legal bemalt werden können, jederzeit. Die Veranstalter wünschen sich mehr Akzeptanz für ihre Kunstform. Ich denke, der wesentliche Beitrag von letzten Jahr und diesem Jahr der Veranstaltung ist, dass einfach mal ein anderes Licht auf Graffiti fällt. Dass man sieht, dass es auch was anderes sein kann, als nur das Geschmiere, wie es halt oft gesehen wird, wenn man an das Wort Graffiti denkt. Außer Leute hören dann von so Leuten wie Banksy oder sowas, das ist dann alles toll. Und ich glaube, für die Menschen hier oder für die Sprüherinnen hier ist es auch interessant, einfach so einen Austausch zu haben, wahrgenommen zu werden. Es kommen jetzt internationale Leute hier hin, die ja auch sehen, was die Leute hier machen. Und das ist halt irgendwie auch was Schönes für die Leute, denke ich, die hier aktiv sind und Graffiti-Kunst machen. Noch müssen lokale Graffiti-Künstler allerdings häufig auf illegale Flächen zurückgreifen. Aber auch sie halten sich an einen Kodex. Wann würdest du sagen, ist es nicht okay, illegal zu malen? In welchen Fällen? Wenn man schlecht malt, sag ich mal, wenn man Anfänger ist und über andere Bilder, über bessere, über Leute, die länger dabei sind, malt. Und dann gibt es einfach Orte, die bemalt man nicht. Eine Kirche und sowas, das ist einfach so, geht man nicht ran. Du sprichst gerade das Übertaggen sozusagen auch an. Das ist ja was, wo ihr dann ja selber leidet unter illegalem Malen letzten Endes. Ja, dann leidet der eine illegale Maler unter dem anderen illegalen Maler. Aber das kommt vor. Übermalt wird hier natürlich nicht. Die Künstler dürfen und sollen sich in Ruhe austoben. Es soll halt Kunst sein, keine Auftragsmalerei. Das sind ja keine Werbetafeln, die hier angebracht werden. Das ist ja, wird ja oft immer verwechselt, ne? Und die Leute sind hier dann als freischaffende Künstler quasi unterwegs und bringen ihre Motive, ihren Stil auf die Wand, ohne dass da jemand hintersteht und sagt, so und so hat das auszusehen. Ne? Das ist uns wichtig, sonst würden wir das nicht machen. Was die Studenten erwartet, ist auf jeden Fall, dass jetzt hier während des normalen Unibetriebs halt gut 10 Tage durchgemalt wird und die Künstler auch hier sind und so zum Uni-Alltag erstmal gehören für 10 Tage. Nach dem lokalen Teil starten eine Woche später die nationalen und internationalen Top-Künstler mit dem Bemalen der großen Wandseite. Noch bis zum 12. Juli kann man ihnen beim Sprühen zusehen. So viel zum ersten Tag von unserem Graffiti-Festival. Ich bin gespannt, was hier die Tage noch passieren wird. Außerdem interessiert mich eure Meinung zu Graffitis im Allgemeinen und vor allem zu dieser Aktion hier. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare bei YouTube. Ich würde mich drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge vom Baureporter. Vermutlich an gleicher Stelle, aber ebenso wahrscheinlich vor anderem Hintergrund.